Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen bei Philipps bunte Steinchen. Ich bin der Philipp und das sind die bunten Steinchen, die ich heute zeigen werde. Und zwar ist das das 75314 Bad Batch Angriffsshuttle aus der Bad Batch Serie. Einer sehr, sehr coolen Spin-off von Clone Wars, die sich mit dieser Zeit während und nach Order 66 beschäftigt. Also eine wirklich coole Serie, empfehle ich auf jeden Fall. Fünf coole Figuren: ein Gonk-Droide, zwei Speeder, ein Shuttle. Für 99,99 finde ich gar nicht so übertrieben. 1000 Teile und ein paar zerquetschte. Ein paar Sticker waren auch drin, die habe ich wie immer nicht drauf gemacht. Die Anleitung ist Lego-typisch leicht verständlich, fast schon ein bisschen zu leicht. Gibt es irgendwas zu sagen? Da mal wieder die Werbung für das Skywalker-Saga-Videospiel. Das wahrscheinlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich nie erscheinen wird. Das hat jetzt echt lang gedauert. Hier sieht man die anderen Sets aus der Welle. Und die, also beziehungsweise sieht man alle Clone Wars Sets da angezeigt. Auf der einen Seite die Fahrzeuge bzw. Raumschiffe, auf der anderen Seite die Minifiguren. Alles nichts mehr sehr Neues jetzt. Hat man ja alles im Katalog schon gesehen. Sonst gibt es eigentlich zur Anleitung wirklich wenig zu sagen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Figuren an. Die sind nämlich auf jeden Fall das Highlight von diesem Set. Man kriegt nämlich eigentlich das ganze Bad Batch Shuttle, das ganze Bad Batch Shuttle kriegt man natürlich, wenn man das Bad Batch Shuttle kauft, aber das ganze Bad Batch als Minifiguren. Da vorne habe ich mal die ganzen guten unter Anführungszeichen hingestellt. Auf der Seite steht noch Crosshair und auf der anderen Seite der Gonk-Droide. Hunter mit einem coolen Gesichtsprint und sehr, sehr schönen Haaren. Zu dem Hunter dazu kriegt man natürlich auch noch einen Helm. Der sieht so aus. Cooler grauer Klonhelm mit diesem Bad Batch Design drauf. Richtig nettes Teil. Komm, fokussiert es mal auf die Figuren. Los. Wurscht. Da haben wir Echo. Auch mit dem schönen Bad Batch Helm, ein bisschen anders designt. Sein Kopf ist cool bedruckt mit diesen Anschlüssen, die er halt hat, auf der einen Seite, auf der Rückseite auch, so wie sich das gehört für seine Figur, und seine Arme sind auch bedruckt. Dann haben wir noch Wrecker, den Hau drauf aus dem Bad Batch, der hat einen ganz eigenen Helm mit so einem ganz wilden Gesichtsaufdruck-Dings. Ja, ich würde schon sagen, dass es ein Gesicht ist, so ein Gorilla-Gesicht oder so irgendwas. Ziemlich cool. Sein Gesicht ist auch sehr schön gestaltet, bisschen in Mitleidenschaft gezogen mit dem einen Auge. Alles ziemlich cool. Das ist meiner Meinung nach die Highlights-Figur aus diesem Set. Und zwar Tech. Sein Helm ist ultra cool. Der ist neu. Seine Bedruckung ist ultra cool. Seine Farbgebung ist auch super. Und er hat hinten noch so ein Kommunikationsteil drauf mit einer coolen Antenne und einer kleinen bedruckten Fliese, die ist auch zweimal dabei, falls man sie verliert. Das ist wirklich, wirklich schön gemacht. Zu Tech kriegt man auch noch ein Haarteil dazu. Also ich mache das jetzt mal so extra. Kriegt man noch ein Haarteil, dass man ihn auch ohne Helm verwenden kann. Auch sehr gut getroffen, wie ich finde. Also das ist wirklich super. Diese Figur ist der Wahnsinn. Wie alle Figuren aus diesem Set, meiner Meinung nach. Dann haben wir hier noch Crosshair in diesem schwarzen imperialen Anzug, den er jetzt hat, weil er ja sich jetzt dem Imperium angeschlossen hat und bla bla. Aber ich will auch nicht zu viel spoilern, falls jemand die Serie noch nicht gesehen hat. Hier in seinem Gesicht hat man auch, wenn das jetzt mal fokussieren würde. Ach, das ist alles hier. Ja, jetzt sieht man es ein bisschen, egal. Es wird halt nicht mehr fokussieren, schätze ich. Hat er auf seinem Auge auf jeden Fall so ein Crosshair aufgemalt, namensgebungstypisch. Er ist ja der Sniper, deswegen hat er auch die Sniper-Rifle in der Hand, beziehungsweise diesen Sniper-Blaster. Dann haben wir eigentlich noch den Gonk-Droiden, der ist recht viereckig, natürlich aus Steinen gebaut, aber auch sehr cool, vor allem zum Spielen. Sodala, bevor wir zum Shuttle kommen, schauen wir uns schnell diese zwei Speeder an, die man da dabei hat. Coole Farbgebung, meiner Meinung nach, ich mag bunte Farben. Ist mehr oder weniger dieser Standard Endor Speeder Dings, bisschen abgewandelt, aber jetzt nicht großartig. Der andere Speeder hat auch keine Überraschungen. Es ist 1 zu 1 der baugleiche Speeder mit leicht veränderten Farben wie der aus dem 501. Battle Pack. Vorne zwei Shooter dran, dass man schießen kann. Zum Spielen sicher super gut geeignet. Die Relevanz in der Serie hält sich in Grenzen,
Man hätte diese 150 Steine oder so fix auch noch in das Shuttle investieren können, das ein Stückchen größer machen oder so. Ja, jetzt mal zum Shuttle. Es ist ein richtig cooles Modell, wenn man es so betrachtet. Der Bau ist extrem schnell gegangen. Also man baut halt erstmal die Speeder zusammen und dann fängt man mit dem Shuttle an. Und ich muss sagen, viel, viel länger als für die zwei Speeder habe ich nicht gebraucht. Also es war wirklich so, zack, 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 zack. Die Anleitung ist ultra verständlich natürlich. Ist ja von Lego und ist ja auch ein Produkt, das sich vor allem an Kinder richtet. Da sind sie eigentlich immer sehr darauf bedacht, dass es leicht verständlich ist. Aber es ist jetzt auch nicht weder irgendwie bautechnisch großartig aufregend gewesen. Das ist auch ein Problem, auf das ich dann auch noch hinweisen werde. Noch irgendwie besonders groß oder so, also das war wirklich sehr schnell erledigt. Das kann man jetzt bewerten, wie man möchte. Manche sind gern schnell fertig und möchten gern schnell losspielen. Manche wollen das Bauvergnügen irgendwie länger genießen. Das Auffälligste ist vorne diese Eingangsklappe, dieses Cockpit, das ist bedruckt, aber es ist in diesem Sandblau gehalten und dann da drauf gedruckt. Zum Spielen fände ich es fast cooler, wenn das ein bedrucktes, transparentes, blaues Teil zum Beispiel wäre oder sowas, weil man dann halt sieht, wie die Figuren drin sitzen und alles Mögliche. Hätte ich fast schöner gefunden. So zum Hinstellen finde ich, ist es halt so besser, weil so sieht es halt wirklich eins zu eins aus wie in der Serie. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut. Diese Klappe kann man natürlich öffnen. Hat man dann hier ein bisschen Innenraum, wo man zwei Männchen reinsetzen kann. Vorne hat man noch so eine Standard Armaturendruck Slope drinnen. Also gutes, solides Cockpit, würde ich mal sagen, von einem Spielmodell. Dann kann man natürlich auch die Flügel immer so in Stufen verstellen. Das sind so diese Gelenke, die immer wieder einrasten auf den verschiedenen Positionen, was ganz cool ist, weil man es dann gut gleich eingestellt bekommt und sowas. Sehr hilfreich. Das zu bauen war auch ganz cool. Da steckt man hier immer wieder diese runden Dinge aneinander. Die haben in der Mitte immer verschiedene Aufnahmen für so Technikzeug, vor allem Achsen. Und das arrangiert man dann halt so und das war relativ cool. Die Flügel waren auch sehr schnell gebaut, aber sehen jetzt auch sehr gut aus. Das war eigentlich fast das Angenehmste. Dann gibt es etwas, was mich sehr gestört hat, beziehungsweise was ich für suboptimal halte, weil wenn man hier das Shuttle angreifen will, um damit zu spielen, sieht man schon, es geht sofort auf. Weil da hinten ist natürlich auch noch ein Innenraum, wo man seine Männchen reinsetzen kann. Der ist jetzt auch nicht wahnsinnig ausgestaltet oder so irgendwas. Aber er ist vorhanden und man kann alle seine Figuren in seinem Shuttle verpacken. Cool. Aber das hätte man irgendwie besser machen können. Entweder mit einem Riegel, dass man das trotzdem hier zumindest ein bisschen nehmen kann, weil man kann es nicht mal so ganz leicht, es geht sofort auf. Also da ist kaum ein Widerstand da. Das halte ich für suboptimal, weil man muss es jetzt halt zum Spielen immer unten halten. Und wenn man es da unten haltet, kommt man ganz leicht an diesen federgelagerten Shooter an, so wie jetzt gerade vorher, und verschießt halt Pfeile, die man vielleicht gar nicht verschießen wollte. Ja, ich meine, bei manchen sitzt der Abzugfinger ja generell eher locker, aber wenn man mal wirklich in friedlicher Mission unterwegs ist, kann es auch mal sein, dass da ein Freund oder so unabsichtlich getroffen wird durch unbeabsichtigt abgefeuerte Lasergeschosse. Ja, die Stats-Shooter sind da unten, nicht Stats-Shooter, ich sag das die ganze Zeit, diese federgelagerten Shooter sind da unten dran. Man kann dann hier so draufdrücken und schießt damit. Und die sollen halt quasi suggerieren, dass diese Bordkanonen da schießen. Diese Bordkanonen sind optisch sehr, sehr cool gemacht, schießen halt selbst natürlich nicht. Eh klar. Daneben hat man noch diese Lichter. Also von Layout und vom Design und so finde ich das Shuttle ziemlich cool. Ein paar Sachen, da hätten wir irgendwie mehr mitdenken können, damit das halt zum Spielen optimiert ist, weil das ist eindeutig ein Spielset, das ist halt, die Clone Wars Sachen werden sehr viel auch zum Spielen verwendet und vor allem halt Bad Batch, weil das ist jetzt gerade aktuell, die Zielgruppe von Bad Batch ist sicher zum Teil erwachsen, aber auch zum großen Teil noch jung und das soll sicher zum Spielen verwendet werden, oft dieses Modell. Deswegen hätte man da ein bisschen mehr Gedanken investieren können, wie man es zum Beispiel bei der Slave One gemacht hat, mit diesem Griff hinten, den man hat, mit dem man gut spielen kann. Ja, wäre gut gewesen. Farbgebung ist halt dieses Sandblau. Viele Leute haben sich vorher darüber aufgeregt. Ich finde es eigentlich sehr schön.
und auch halbwegs nahe an der Vorlage. Also die haben halt wahrscheinlich ein Bild gesehen, wo das Licht das alles noch ein bisschen bräunlicher erscheinen hat lassen. Und deswegen haben sie es so gemacht. Also mir gefällt es sehr gut. Ich finde es generell ein sehr, sehr cooles Set. Also wie gesagt, wenn man halt weiß, dass man es nicht oben angreifen soll beim Spielen, sondern halt immer unten nimmt, aufpasst, dass man nicht da an die Shooter rankommt und unabsichtlich Pfeile verschießt und sowas, kann man eigentlich wenig aussetzen an dem Ganzen. Außer, was mir auch noch nicht so gut gefallen hat, ist, dass halt diese Finne nicht so wie bei dem Imperial Shuttle aus Bricks gebaut ist, sondern halt aus Plates. Das ist ja auf der einen Seite halt mal nichts Schlechtes, aber man hat halt jetzt so quasi eine Offside. Auf der einen Seite ist es halt schön mit den Lego-Noppen, so wie man das gerne hat. Und auf der anderen Seite hat man halt dann die Rückseite. Ja, muss einem gefallen, beziehungsweise muss man damit leben, weil man kann ja eh nichts dagegen machen jetzt gerade. Ja, also wie gesagt, ich bin ein großer Fan der Serie. Mir machen die Figuren vor allem sehr viel Spaß. Das Shuttle ist auch cool, hat alles, was man so braucht, nicht wirklich viel mehr. Weil man hat eben halt, keine Ahnung, die zwei Shooter da vorne, man hat halt die zwei Innenräume, wo man halt noch Männchen reinsetzen kann, man kann ein bisschen mit den Flügeln da herum experimentieren. Aber das war's dann auch schon. Und eben das Herumfliegen muss man halt immer, und dann kommt man dann hinten an diesen Antriebsdingern an und sowas, immer so machen. Und wenn man dann vergisst, dass diese Shooter da unten sind, ja, hätte man besser machen können. Alles in allem mag ich es aber trotzdem einfach. Wie gesagt, bin Fan der Serie, werde es mir irgendwo schon hinstellen. Wahrscheinlich zuerst mal in meiner Auslage jetzt eine Zeit lang. Und danach bei mir privat wird es auch irgendwo einen prominenten Platz finden, da ich, wie gesagt, die Serie super cool finde. Ich glaube, ich rede jetzt schon ein bisschen im Kreis und wiederhole mich. Deswegen glaube ich, ist alles gesagt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Vielleicht habt ihr was Schönes zu bauen. Vielleicht geht ihr raus mit Freunden. Irgendwas davon solltet ihr sicher tun. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.